Hallo zusammen. So, nächste Map. Die Saxonia 2019. Die gab es wahrscheinlich schon in anderen LS-Versionen. Ich glaube ja auch in der 17. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Gespielt habe ich sie auf jeden Fall noch nicht. Jetzt gibt es wohl auch ein neues Update oder kam am 22. neues Update raus. Diesen Juli. Genau. Die 1.1.1.0. Ist circa 950 MB großes Ding. Wir sind hier wieder auf einfach unterwegs, also einfacher Farmer. Und ja, es kommen auf dieser Datei, die müsst ihr entpacken. Steht aber auch in der Dateiname dran. Da kommen zwei Dateien raus, zwei ZIP, die in Mod-Ordner und fertig ist. Eine ist die Karte, die andere ist ein Tank-Anhänger. Das zeige ich euch gleich. Jo, und dann alles in Mod-Ordner und dann müsste es eigentlich auch schon losgehen. So, wir gucken uns die Karte erstmal an. Link wieder in der Beschreibung übrigens. Die Karte hat, muss ich kurz gucken, 44 Felder, ne, MSNP 55, 56 Felder, 57 und dann dürfte es eigentlich dann auch schon gewesen sein, genau. In verschiedenen Formen, alles Mögliche verfügbar hier, je nachdem, was ihr wollt. Hier zum Beispiel heute Steigen, Berger, die Scheune, Saatgut, Autohof, Shell-Tankstelle, sehr viele Sachen. Pits, Fischoase, wow, Respekt, okay, coole Sache das. Zuckerfabrik, Hafen, Bäckerei. Ja, ihr seht es ja selber hier, die ganzen verschiedenen Sachen. Außenlager, okay, hier oben gibt es noch eine BGA. Hier ist noch ein Hofsilo in verschiedenen, alle. Ja, Schweinegehege, Hühnerstall und so weiter, Strohlager, okay, Raffinerie, Spinnerei, also sehr viel Sachen hier. Hier unten geht es weiter mit Umladestation, okay, Viehhändlershop, Gemischtwaren, Heuer, Holzverkauf, Sachsenmilch, okay, vermute ich dann halt die Milchprodukt bzw. Milchabladepunkt. Außenlager, Lebensmittelfabrik, okay. Blaumohnproduktion, ah, okay. Ihr seht es ja selber hier, ne? So, was gehört uns am Anfang? Wie gesagt, wir sind auf einfach. Uns gehört so ein ganzer Block hier schon. Auch nicht gerade wenig. Die Felder kosten so viel. Die haben schon ordentliche Preise hier. Je nachdem, ich war jetzt noch nicht drauf auf der Karte. Deshalb, wir gucken jetzt einfach gleich mal rein, was die so zum Bieten hat hier. Die Felder sind ordentliche Preise, da 2,7 Millionen, da habt ihr Spaß. Ja, da habt ihr wirklich Spaß. Hier gibt es aber auch noch kleine Felder, die sind aber nicht so klein, wenn noch mehr dazugehört, ne? Also hier müsst ihr richtig Geld verdienen. Aber mir scheint es, als kann man das hier recht gut machen. Hier sind die ganzen Abladestationen, ne? Also. Ja, wenn ich jetzt nur mal hier hingucke, ich glaube, da wird jeder fündig nach dem besten Preis. Ne? So, was kann man hier? Ist mir hin auch ein Lager. Müsste. Es sind auch voll die Lager. Ein bisschen was ist schon drin. Ein bisschen was, ja, von wegen relativ viel. Hier sind auch neue Fruchtsorten drauf. Gucken wir gleich danach, was dabei ist. Kann ich jetzt momentan nicht sagen, was das alles ist. Wir gucken gleich mal. Genau. Hier hat es Bier und ach, hier Kompost ist hier auch verfügbar. Maschinen gucken wir gleich. Tiere momentan keine. Auftrag gibt es auch was. Auch 37.000 für ein Feldernten. Ich wollte gerade schon sagen, es sind Kartoffeln, aber nein, es sind keine Kartoffeln. Natürlich. So. Früchte. Dinkel haben wir hier. Hirse, Roggen, Mohn, Karotten, Zwiebel, Weißkohl, Hopfen und Tabak. Nicht schlecht. Okay. Hat auch was. Genau. So, Maschinenpark sieht momentan so aus. Apropos Maschinenpark. Dann zeige ich auch gleich das Fass. Hier die Maschinen, 10,50. Ja gut, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Große Maschinen für große. Was? Zwei Drescher? Ein Big X dabei schon. Respekt. Okay. Nicht schlecht. Noch ein Big M dabei.
Okay. Ja, gut. Vielleicht braucht man anfangs gar nichts mehr kaufen, wenn man hier diese Maschinen 18,5 Meter Spannweite. Boah. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob das komische Fass auch dabei ist. Bisschen nicht komisches Fass, sondern einfach das Fass, das was praktisch ein Download-Pack dabei ist. Das wäre dann. Wo haben wir sie denn? Tierhaltung. War das hier? Nee, das ist es nicht. Tja. Das hier drin? Auch nicht. Gute Frage. Auf jeden Fall ist da ein Fass dabei. Ich finde es jetzt gerade eben nicht, wo es sonst drin sein sollte. Moment mal. Ne, da ist es aber auch nicht. Ne, finde es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall ist noch ein Anhänger. Ach, wahrscheinlich ist es vielleicht hier drin. Ne, auch nicht. Ne, kann ja nicht drin sein. Auf jeden Fall ist noch ein vierter LKW, ein Anhänger drin. Ein spezielles Fass wohl. Genau. So. Ja. Wir sehen hier mal richtig kräftige Farben hier. Da raucht es aus dem Sonnstein auch raus. So. So, das ist also ziemlich bunt, bisschen ziemlich grün hier. Oi, große Häuser hier. Ist dann wohl das Wohnhaus hier. Und das, was man hier wahrscheinlich alles sehen, ist alles der Hof. Das gehört uns alles. Da habt ihr Platz ohne Ende. Hier sind die. Dies gehören uns wohl auch schon. Hier noch ein kleiner Imbissladen. Mal kurz zum Hof rüber. Ah ja, und hier ist noch eine Tankstelle wohl. Okay. Hühnerstall, wie man kennt. Kuhstall. Ein Silo hier, okay. Also ein Silage-Silo, Durchfahrtssilo. Hier ist noch ein anderes Silo verbaut. Ja, was haben wir hier noch Schönes? Mal kurz rüberspringen hier. Noch ein Hühnerstall, ein Schweinestall hier noch. Dann haben wir hier. Aha. Ich vermute mal Schweinefutter, ne? Schweinemischer, Futtermischer. Weil das der Schweinestall hier ist, ne? Was haben wir hier drüben noch Schönes? Gehört das auch noch dazu? Ich weiß es nicht so sicher. Das ist noch mein Heus, genau, das ist das Heusilo. Hier ist Wasser, ein Wasserfass, hier ein Traktor. Ja. Also recht große Hofanlage hier. Naja gut, bei den Feldgrößen wundert uns das. Da fährt sogar über den Hof noch der Zug. Okay. Er schreibt auch, der neuen Version jetzt wurde einige Sachen noch gefixt. Schreibt der Motor hier. Hier Einlagerung von Ballen. Also hier kann man wohl Ballen einlagern. Ah, okay, ihr seht es ja selber. Saatgut, Kalk. Okay. Hier Hallen, die ein bisschen anders aussehen. Und da stehen die großen, fetten Fans drin. Hier noch die großen Anhänger hier. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? So, was haben wir hier noch Schönes? Keine Ausfahrt an Maschinen und Traktoren frei. Ah ja. Tor geht auf. Schön. Hier haben wir dann gute Frage, was das jetzt sein soll. Wir gucken mal kurz hier. Mischfutter A für die Kühe dann hier zum Mischfutter produzieren. Wobei, ah, hier steht es ja, ne? Mischfutter. Hier alles reinschmeißen. Ah ne, hier ist Heustroh und Silage, genau. Dann dürfte aber das hier wahrscheinlich, hier steht nämlich nichts drauf.
Ich gehe jetzt mal vorsichtig davon aus, entweder stellt man hier Silage her oder Heu, ne? Ich vermute aber eher Silage. So, was ist hier Schönes? Ach, hier ist der Grastrockner. Ah, oben steht es ja dran. War oh, ist der laut. Aber wie gesagt, der steht da oben dran. Dann dürfte das hier wahrscheinlich Silageproduktion sein. Weil ich sehe jetzt hier auf dem Button Mischfutter. Ich kann hier leider nicht rumklicken. Ich sehe jetzt leider nichts hier. So, was haben wir da hinten? Das nochmal Hallen. Na, mal ein bisschen was anderes an Hallen. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Abstellplätze hier. Hier sind große Hallen. Na. Hier nochmal Hallen. Hier sind nochmal große Tore. Hier könnt ihr eure großen Betriebe ausmachen. Gestalten, muss man ehrlich sagen. Ja, das sind halt auch die riesen Maps da, Hanna. Was haben wir hier noch Schönes? Hier steht jetzt nichts dran. Hier sind die großen Maschinen. Hier nochmal das Silo, wie gesagt. So, was gibt es hier noch Schönes? Verladung, Output. Ah, Lagerflüssigdinger. Okay. Auch alles schön in Deutsch und in Englisch. Ja. Na gut, na gut. Zumindest was rein und was raus. Okay. Gut. Das wäre das. Was haben wir hier noch? Hier sonst nichts mehr. Verkehr ist wohl. Leute sind verbaut. Was haben wir hier noch Schönes? Der Bahnhof. Hier sind. Hallo. Ah, okay. Kann man da mitfahren oder was? Ich habe keine Ahnung. Aber voll cool. Mal was ganz anderes hier. Hier fährt der richtige Zug. Den er vermutlich. Hier sind nochmal Lagerstellen. Beziehungsweise nein, das ist wahrscheinlich dann der. Das dürfte dann eigentlich der Tierhändler, Viehhändler sein, genau. Hier ist der Händler. Standardhändler. Und natürlich hier. Dicke, fette Felder. Ne? So richtig. So richtig heftige Felder. Dafür wieder der Zug. Geh jetzt einfach mal kurz darüber. Da kommt der andere Zug in die andere Richtung. Okay. Hier hat es noch Wasser und Benzin, wie es aussieht, oder Diesel. Hier kommt ein Flugzeug übrigens gerade reingeschossen hier. Okay. Nett. Hier noch ein Bahnhof und so weiter. Ja, ich glaube, die müsst ihr euch einfach mal selber angucken. Die ist richtig gut geworden, würde ich mal sagen. Halt relativ große Felder. Die wären jetzt nichts für mich, sagen wir mal so. Hier ist der Flugplatz. Beziehungsweise, das dürfte eigentlich auch, ich würde sagen, fast Militärbasis sein. Hier Düsenjets hier verbaut, der andere ist da hinten gerade wieder abgehoben. Wir sehen es leider nicht. Wir gehen jetzt mal darüber. Hier. Ich vermute mal, dass es eine Zuckerrohrfabrik gibt es hier. Und hier nochmal große Felder, ein kleiner Wald hier. Straßenzüge mitten durch den Wald, okay. Ihr seht es ja selber. Ist schon heftig groß alles. Gut, es gibt auch kleinere Felder hier, zum Beispiel jetzt diese zwei hier. Oder dieses da hinten hier. Das ist alles okay. Na, also das wäre ein Felder, wo ich sagen hätte, ja, okay, das ist was für mich dann. Also gerade dieses hier, dieses da hinten würde auch noch okay sein für mich.
Oder auch das hier. Aber die hier oder das da drüben hier. Na, oh, das sieht aus wie ein kleines Herzchen. Sägewerk da hinten, wie es aussieht. Also hat schon sehr viel Sachen hier. Ich denke auch produktionsmäßig, zumindest das, was bis jetzt stand, jetzt noch schon funktioniert, ist auch ein Großteil drauf. Sieht man ja an Silageherstellung und so weiter. Also diese, nicht diese, dieses neue, das, wo jetzt erst ein Mod-Contest wahrscheinlich dann kommt. Das ist natürlich noch nicht hier drin. Aber ja, wer das möchte hier, kann sich hier auf jeden Fall austoben, was die normalen, ja, nicht die Fabrikskripte in dem Sinn, sondern die, ja, normalen Produktionen eigentlich hier, was momentan halt geht. So, hier haben wir ein kleiner, ja, Campingplatz, wie es aussieht. Abladestellen da hinten noch, da noch ein kleiner Wasserfall. Gehen wir mal dahinter noch. Das dauert jetzt halt ein bisschen, wir sind ja nicht so ganz schnell unterwegs. Immerhin ist das Feld hier unter uns mit Sojabohnen. Jetzt überlegt mal, das verkauft ihr. Das sind zig Millionen wahrscheinlich, was ihr hier rauskriegt dann an Geld. Das ist nicht normal. Wie will ich denn das abernten hier? Da bin ich Jahre beschäftigt. Ja gut, aber es gibt mit Sicherheit draußen Leute, die das mit Sicherheit abernten wollen. Ich nicht. Hier Karotten drin. Hier oben ist schon mal eine BGA. Hier. Da ist auch genug Platz mit was zum Hinstellen. Da könnt ihr nochmal drei BGAs hinstellen. Ne? Oder Silos. Also von dem her. Da könnt ihr euch echt austoben. Ne? Ich will darüber. So. Und überall führt die Bahn auch hier durch. Wie auch die Straßen hier schön. Genau. Hier ist Stellfläche für einen weiteren Hof oder so, wie ihr gerade lustig seid. Na. Gehen wir mal da rüber. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Ach, wisst ihr was? Wir machen das jetzt ganz anders. Ja. Jetzt, wo sind wir denn? Wir sind irgendwo hier oben, gell? Genau, wir besuchen jetzt einfach mal die Tankstelle hier. Zack. So, jetzt sind wir an der Tankstelle oben. Ah, okay, das ist der Turmbaumarkt, oder? Dann gucken wir mal kurz hin. Ne, das ist Logistikcenter ist das. Okay, ich dachte gerade schon. Jo, was haben wir hier sonst noch? Hier sind noch kleinere Felder nochmal. Für die, die es ein bisschen kleiner mögen. Ja, wie ich hier. Das wäre sogar die Feldgröße, wo ich mir vorstellen könnte. Die bringen wahrscheinlich auch Haufen Geld, wenn die richtige Frucht drauf hast. Jo, auf jeden Fall muss man sagen, die Karte ist hier schön gemacht, schön groß. Viele Produktionen. Zumindest, wie gesagt, Stand jetzt möglich sind. Hier ist auch noch eine Produktion. Was haben wir hier denn jetzt Schönes? Die Raffinerie haben wir hier. Ah ja, okay. Dann kommt da unten gleich noch die Spinnerei. Die ist hier. Da könnt ihr dann eure Wolle hinbringen. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir wieder Richtung Hof hier. Bei der Riesenkarte. CP ist da ein Freund hier. Auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich sagen, dann soll es jetzt mal wieder gewesen sein. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Karte hier. Link ist wieder unten in der Videobeschreibung. Könnt mir ja ein Däumchen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zur nächsten Map-Vorstellung oder bis zum nächsten Video. Mühlenkreis oder Gräbach oder die anderen halt noch. Ne? Dann wünsche ich euch noch was und tschüss.